Omubi in Bremerhaven hat er den Sprungball gewonnen. Hier ist er auch wieder gefragt gegen Kreschel Manes und die Tübinger mit dem ersten Angriff. Omubi mit dem Block gegen El Manes. Setzt da mal direkt seinen ganzen Körper ein und auf der Gegenseite Murphy mit seinem ersten Assist. Marcel Kessen mit den ersten Punkten in diesem Spiel. Wie macht er sich in der Starting Five? Er macht es sehr, sehr gut. Tübingen bislang erst einmal erfolgreich genetzt, aber Selias passt auf, macht er selbst. Jawohl, und er kann es. Auch etwas Glück für Hagen, dass es keinen Foulpfiff dazu gab. Ja, sehr aufmerksam da. Spiel direkt verwertet vorne, ein Fastbreak. Und er sitzt. Marcel Kessen. Traumstart in diese Partie der Feuervögel. Auch nur 10 Punkte zugelassen, okay, jetzt ist 13. Aber Defense passt auf jeden Fall auf Hagener Seite. Das könnte so ein Tübinger Schlüssel sein, dass manche Spieler heiß laufen. Zum Beispiel Selias, jetzt guter Stil von Dibba und er lässt es krachen. Letzter Angriff für die Hagener im ersten Viertel. Schöner No-Look-Pass von Murphy, kurz getäuscht. Kennen wir schon von ihm. Ball von Krauser geht nicht rein. Zweiter Versuch, war noch rechtzeitig. Buzzerbeater. Helmanis, gutes Anspiel. Sehr gut gesehen von Helmanis, aber auch der Block wieder. Wirklich sehr physisch auf beiden Seiten, sehr körperlich. Schiedsrichter lassen aber auch viel laufen. Jetzt hier bei der schönen Aktion von Krauser, aber auch wieder ein End-One. Ja, Kontakt war minimal von Jeric, aber richtige Entscheidung. Dementsprechend logischerweise Hagen mit 3 vorne. Per Dreier kann Tübingen ausgleichen. Selias gegen Bank. Schwieriger Wurf, aber drin. Eben auch bei hoher Trefferquote, da kommen ja seine guten Werte nicht von ungefähr. Also gefällt mir wirklich sehr gut, wie er spielt. Omubi mit dem Dreier aus der Ecke. Und Selias hat ja erst seine persönliche Bestleistung vor einer Woche am Kar-Samstag abgeliefert. In Gießen mit 39 Punkten. Jetzt sind es 13, also ein Drittel hat er schon mal. Und dass er durchaus konditionell schon am Pumpen ist. 3 Spiele innerhalb einer Woche ist natürlich nicht so einfach für einen, der 14 Spiele aufgrund des Fußbruchs verpasst hat. Und Lorenz Bank mit dem Dreier jetzt bei 8 Zählern. Hagen wieder 4 vorne, 1,5 Minuten noch. Super Stil von Lorenz Bank. Schneller als Selias, gedankenschneller. Und Dibba räumt ihn dafür ab. Starker Block von Dibba, wirklich. Wollte danken, Lorenz Bank. Ganz stark. Auch jetzt von Selias wieder mit Kontakt von Wara. Und zwar auf beiden Seiten. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schon gelinde gesagt, das war wieder super. Ja, Selias, Top-Spieler mit der jeweiligen Starting Five. Gehen sie auch ins dritte Viertel, das ist nicht ungewöhnlich. Und es geht ja auch fast bei 0 los. Und Krauser da mal sehr, sehr schnell mit dem Führungswechsel 47-45. Wechsel bei Tübingen, Jones und Otto für Lahnmüller und Kiwi Mäki. Kessen muss den Dreier nehmen und er nimmt ihn und er trifft ihn. Nächste Führung der Hagener, 52-49. Dritter Dreier vom Kessen im Spiel. Sollten sich jetzt mal ein bisschen besser um Šerić kümmern, der hier einige Punkte jetzt in der zweiten Halbzeit schon gesammelt hat für Tübingen. Im dritten Viertel. Aber da müsste Hagen sich dann eigentlich auch besser drauf einstellen. Jetzt die Probleme. Helmanis hätte den Ball fast gehabt. Und Kessen von der anderen Seite mit dem nächsten Dreier. Marcel Kessen, der Big Man, macht. Klar ist, dass die Schiedsrichter sich hier in der Halle nicht wahnsinnig beliebt machen. Aber das ist natürlich unabhängig davon, ob jetzt die Entscheidungen richtig sind oder nicht. Jeric verliert den Ball. Ist hier ein kleines Turnover-Festival auf beiden Seiten. Hat aber natürlich auch viel mit der Intensität in der Defense zu tun. Und Tim Ulemann, jetzt trifft er ihn. Gar nicht auch mal den Weg zum Korb, da mal seine Athletik und Schnelligkeit auszuspielen. Schade. Dementsprechend noch bei 0 Punkten. Aaron Thompson und die Tigers jetzt wieder vorn. Jünke gegen Kraushaar. Also nächstes Foul und Jünke hat Feierabend. Schöner Floater von Murphy. Erst recht nicht in dieser Saison. Der zweite hier beim 7. zu Gast. Und Jünke gibt die Antwort.
Wow, also da muss man wirklich mal einfach nur auf sein Gesicht achten. Und der war gar nicht so schlecht. Um jetzt auch die Intensität bei Hagen wieder hochzuschrauben, sollte es meiner Meinung nach besser in die Manndeckung gehen. Omugi mit den ersten Punkten im Schlussmittel, ganz, ganz wichtig. Bin ich gespannt, ob die beiden Spieler dann ihre Intensität so hochhalten. Und dann ist Hagen der Dreier, JJ Mann. Also aus minus 2, jetzt plus 4, die Hagener. Starten mit einem 6:0-Lauf in das Schlussviertel. Geben den Tübingern weiter die freien Würfe. Ja, und Jönke sagt vielen Dank. Gruß an den Heuboden. Kessen auch. Und Murphy auch für meinen Geschmack recht lange bislang schon auf der Bank. Und Omobi macht vorhin seinen Fehler wieder gut. Hagen wieder auf 3 Punkte weg. Hagener Seite vielleicht noch einen Tick mehr. Ja, auf jeden Fall zweistellig sind wir bei Offensivfouls heute. Aber gut, auf beiden Seiten gleich. Auch Dibber hier wieder komplett alleine gelassen. Ja, Harrison nimmt die Auszeit. Verantwortlich, da mal rauszugehen. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Normalerweise. Aber endlich mal wieder ein bisschen mehr Bewegung im Angriff. Nächster freier Dreier für Dibber. Ja, die aber ja beide aktuell auf der Bank sitzen. Man. Krauser im Duell um den Ball, behauptet sich. Mann jetzt nochmal die Chance und diesmal macht er ihn, JJ Mann. Und da ist die Halle wieder. Sehr gut verteidigt eben, jetzt in Manndeckung. Rebound eingesammelt, jetzt die Chance der Hagener weiter zu verkürzen. Und Movi nimmt den Dreier-Dipper mit dem nächsten Block drin. Ja, Hagen braucht jetzt eigentlich schnelle Punkte. Dibber, ähnliche Szene wie in der ersten Hälfte und sehr, sehr schmerzhaft. Oh, ja, unsportliches Foul von Omovie, der ihn da so ein bisschen unterläuft. Wir sehen sie noch mal, Augen zu am besten, wer empfindlich ist. Ja, zum Glück sehen wir es nicht. Übersteht wieder. Weil Harris davor steht, das sah sehr, sehr böse aus. Dann das Endergebnis 84:96, minus 12. Und da müssen wir fairerweise auch sagen, Robin, das ist doch ein bisschen zu hoch. Ist zwar völlig Wurst, aber es war lange auf Augenhöhe und das Ergebnis sagt was anderes, fälschlicherweise.